Natur. Und der popularbetriebene Jagdflieger ist ein echtes Unikat. Das ist jetzt hier der Originalnachbau der Grauen Bearcat F8 F2. Und das war in 1944 ein federgestützter Jagdeinsetzer. Also auf Flugzeugträgern war die Maschine im Original eingesetzt. Das Modell ist im Maßstab 1:3,2 nach dem Original gebaut und entwickelt. Das ergibt bei uns hier am Modell eine Spannweite mit 3,40 Meter plus eine Rumpflänge mit ca. 2,90 Meter. Die Maschine ist komplett im Eigenbau entstanden. Der Rumpf wurde in Holzbauweise mit Einbindung von GFK und Kohlefaser gefertigt. Für den originalen Sound sorgt der 5-Zylinder Sternmotor mit einer Leistung von 23 PS. Es stecken bis jetzt über 4000 Arbeitsstunden in dem Modell und wir werden bestimmt noch 800 Stunden jetzt in Anspruch müssen, bis wir es in die Luft bringen. Aufwendig haben vor allem jene Details, die auch das Vorbild besitzt. So wurden für die Originalgetreue auch durch die Bearcat ca. 6000 Minuten gesetzt. Und außerdem hatte sich Franz und Bertram noch die ein oder andere technische Besonderheit einfallen lassen. Hier vorne haben wir bewegliche Kühlerklappen, die kann man hier so demonstrieren. Die werden mit einem Servomotor angesteuert später und mit einem Temperaturfühler über den Motor gekoppelt, damit die dann selbstständig ihren Temperaturhaushalt bewegen. Noch fehlen das Fahrwerk und Teile der Elektronik. Am Ende wird die Grand Vehicle ca. 55 Kilo wiegen. Um starten zu können, braucht das Modell deshalb erst die Zulassung vom Bundesamt für Luftfahrt. Ich freue mich einfach auf diesen Moment am meisten, wo der Motor läuft, die Maschine zum Take-off in der Startposition auf der Landepiste steht, ich dahinter und ich endlich den Gas mit dem nach vorne schieben kann. Genau dieser Moment ist der Kick, auf den ich mich freue. In Stuttgart basteln Tobias und Christopher weiter an ihrem deutschen Chartermodell. Noch bis nach Brüssel es wird's aus